Dann werden wir mal hier durch die Tür marsch. Nein. Ich denke, diese Ionengranaten funktionieren so gut bei Druiden und Robotern. Ihr wisst schon. Das irritiert mich. Und das nervt mich. Komm schon. Könnte mich mal irgendwer aufkloppen? Bitte? Kommt schon. Seid nicht so arschig. Danke. Das habe ich nicht euch zu verdanken. So. Granaten. Und Medikit. Leider funktionieren diese Medikits ja bei uns nicht mehr so sonderlich gut. Gehen wir erstmal hier runter. Wir kommen ja eh zurück. Hallo, mein Schatz. Ihr könnt nicht gewinnen. Warum triffst du den nicht? Der ist direkt vor dir, du doof. So. Wo ist sie denn jetzt reingelaufen, bitte? So, einmal. Krass. Ah. Ich krieg jedes Mal... Oh. Das gruselt mich jedes Mal, wenn die sowas macht. So. Wow, sie trifft ja. Ach, die passt. Das passt schon. Stimmt, sie hatte wieder ein. Ich war gerade so am Überlegen, warum. Seit wann Basila wieder ein Laserschwert hat. Aber wir haben sie ja irgendwann mal gegeben, ne? Lasst es krachen. Oh, Cassie, Barcy, du bist ja. Was kann ich tun? Bereit. Im Level aufgestiegen. Ich bin so stolz auf dich. Attribute, was kriegst du denn für ein Attribut? Stärke oder komm, Verfassung. Fähigkeiten? Reparieren, komm. Und Talente, kriegst du auch wieder irgendwas Schusswaffentechnisches? Was haben wir hier? Ja, ich weiß gar nicht, was er hat. Was haben wir hier? Nahkampfwaffen? Nee. Ich hätte gern was auf Fernkampfwaffen. Schwere Waffen. Machen wir erstmal das. Annehmen. Was auch immer das heißt. Die sind immer noch nicht sonderlich gut. Menno. Fähigkeiten. Einer. Nee, das können wir nicht hochleveln. So, machen wir mal heilen. Und hier machen wir tatsächlich mal die schnellere. So. Jetzt aber. Da ist noch eine Feldkiste. Die nehmen wir natürlich mit. Memo eines Forschers. Schallgenerator. Hm? Da gucken wir doch mal direkt rein. Kann ich das irgendwie... Nein. Memo eines Forschers. Ich habe in einer der Werkstätten ein nützliches kleines Gerät gegen die phyraxanischen Haie konstruiert. Es handelt sich dabei um einen Schallgenerator, der sie eigentlich vertreiben müsste. Der Schall scheint sich unter Wasser wesentlich besser fortzupflanzen als in der Luft. Wenn wir das Gerät an unseren Schutzanzügen anbringen, genügt ein Knopfdruck, um die Haie zu vertreiben. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wann ich endlich meine Gehaltserhöhung bekomme. Carl Jordan. Speichern! Ihr wisst es doch. So. Hier ist nichts drin. Das ist alles nur Fake. Wir gehen dann mal hier weiter. Noch eine Tür. Nein! Hilft das?
Das hilft einfach mal alles nichts. Und wo sind meine Leute? Wir treffen den anderen nicht. Okay, das Schild ist weg. Kann doch wohl nicht sein. Oh, ich hasse so Druiden. Okay. Lieber mal ein Schild reinschmeißen. Das kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich glaube, den Rest der Folge sind wir damit beschäftigt, das Ding hier zu kaputt zu schlagen. Oder es zumindest zu versuchen. Was könnte ich euch Schönes erzählen? Das Wetter ist schön. Ich werde gleich sicher mal eine Runde rausgehen. Ich habe eben fast 2 Stunden was aufgenommen und dann gemerkt, dass es alles nicht so geklappt hat, wie ich mir vorstelle. Das macht immer sehr viel Spaß. Immun. Gegen was ist der immun? Gegen das, was sie macht wahrscheinlich. Also eigentlich müssten sie doch... Ups. Nein, nein, nein. Naja, dann mach doch. Mach halt. Ich weiß ja nicht, was es bringt, aber mach mal. Geschicklichkeit Enhancer. Ja, das ist, glaube ich... Wenn das funktioniert, wäre es ja super. Vielleicht sollten wir uns die einfach instant immer wieder reinhauen. So, heil mal. Och Gott, das ist so ermüdend. Sonderlich viel helfen diese Geschicklichkeit-Enhancer-Dinge aber auch nicht wirklich, ne? Schlaf eine Runde, ne? Leute, weck mich, wenn fertig ist. Ja. Oh, wann seid ihr denn? Wann ist der denn endlich mal down? Warte mal. Was hast du denn da? Schaden, Ionen gegen plus 10 gegen Druiden. Du solltest eigentlich gut was dagegen wegstecken. Och Mann, ich dachte, ich könnte ihn ausziehen. Mist aber auch. Trefferchance. Das ist bei ihr wirklich eine Hohn. Das Wort bei ihr überhaupt in den Mund zu nehmen. Trefferchance. Du bist ja lustig. Komm schon. Okay. Komm schon. Oh Mann, stirbt er endlich. Und nicht ich. Warte mal. Nicht ich. Ich meine den Druiden. Schwerer Wachdruide. Sag mal, Kars, was macht das mal? Hier bin ich. Mach mal richtig. Komm. Du wirst ja wohl richtig treffen können, oder? Irgendwie bringt das alles nichts. Liebelein, würdest du mal... Würdest... Der Computer ist doch auch dumm und dämlich. Oh Gott. Wann stirbt das Ding endlich? Lass es doch einfach endlich sterben, lieber Gott. Oder was für Götter es in diesem Universum überhaupt... Ach, Halleluja. Halleluja. Und da kriegen wir noch nicht mal was... Guck nicht so, das hast du dir selber zuzuschreiben. Wenn du ein bisschen besser treffen könntest, wäre das alles nicht so schlimm. Ein bisschen wenigstens. Hm? Was denn hier? Toter Soldat, sag bloß. Verbesserte Energiezelle. Dran! Fertig! Das brauchst du nicht jedes Mal dazu zu schreien. Das habe ich mir fast gedacht. Ist draußen jemand? Was? Fischchen. 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 Kommt ihr, um mich auch zu fressen? Ihr könnt mich aber nicht holen, kleine Fischchen. Nicht hier drinnen. Ich bin sicher hinter meinen Mauern.
Was ist denn das Gruseliges? Wir wurden von der Republik geschickt, um zu untersuchen, was hier unten geschah. Untersuchen? Ihr seid doch wie die anderen Narren. Ihr seid Futter für die Selkaf. Wandelndes Fischfutter. Mampf, Mampf, Mampf. Wenn ihr schnell rennen könnt, geht ihr ja vielleicht als Fastfood durch. Als die Selkaf verrückt wurden und begonnen haben, alle aus dem Weg zu räumen, habe ich mich hier eingesperrt. Ich bin hier sicher, nichts kann mir hier drinnen wehtun. Kein Fischfutter für mich. Du wirst da drin, verhungern. Warum sind die Selkas durchgedreht? Ich weiß es nicht. Fragt sie doch. Bleib doch drin. Als der Dämon kreischte, erschütterte er jeden Verstand in der Station. Wir fielen zu Boden, überlebten aber. Die fischigen Fischchen wurden dadurch noch hungrig. Kommt heraus, wir beschützen euch vor den Selkas. Nein, 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 nein. Das haben die anderen auch gesagt, Söldner wie ihr. Aber sie sind tot. Die Selkas haben sie gefressen. Mittagshäppchen. Nur die im südlichen Teil der Station könnten noch am Leben sein. Da, wo das Kolto ist. Wenige Fischchen sind dort. Aber viele, viele Fische im Wasser dazwischen. Wenn ihr nicht rauskommt, lasse ich euch da drin versauern. Tschüss, tschüss. Sucht nur nach Fischleuten. Sie fressen und beißen und beißen und fressen. Fischfutter, ja, das seid ihr. Wenn ihr meint. Schutzanzug? Okay. Aber bevor wir da hingehen, möchte ich eigentlich noch die anderen Räume... Weil ich glaube, wir kommen jetzt in einen anderen Bereich, wenn wir da weitergehen. Und ich möchte eigentlich noch hier den Bereich abklappern und gucken, ob wir da noch was finden. Das werden wir auf jeden Fall noch vorher machen. Und ich hoffe so sehr, wir treffen nicht auf noch so einen Droiden. So, das probieren wir jetzt aus. Phew! Warte mal, haben wir das mitgenommen? Nö. Doch. Mist. Geh aus dem Weg, Cars. Ich hab's eilig. Ich muss Tote looten. Warum liegt der dann noch hier? Ach ja, das war die Fake-Tür. Phew. Boah, da wird mir irgendwie schlecht. So. Ran. Mist. Dann hau halt rein. Okay, das könnte noch unter Umständen länger dauern. Nee, ich glaube, die kriegen wir nicht auf. Nee, die kriegen wir nicht auf. Okay. Vielleicht können wir die irgendwo von dem PC aus öffnen. Ich hab's halt drauf. Drucktür.